Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Produktregeln. Wir schauen uns in diesem Video eine weitere Ableitungsregel jetzt an, speziell für Produktfunktionen. Das heißt, wir haben eine Funktion gegeben, in der zwei oder mehrere Teilfunktionen multiplikativ miteinander verbunden sind. Wie können wir diese Funktionen ableiten? Das ist jetzt unsere Frage. Zunächst habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest. Ganz wichtig ist es, dass du dir die vorhergehenden Regeln, die wir gemeinsam schon besprochen haben, die Potenz, die Wurzel, die Polynom, die Exponential-, Logarithmus- und Winkelfunktionen gut ableiten kannst, damit du weißt, welche Ableitungsregeln es hierfür für diese Funktionen gibt. Wenn du dir hier noch unsicher bist, dann schau dir nochmals die vorhergehenden Videos an. Und das zweite Wichtige, was du hier bereits können solltest, ist auch, dass du Funktionen erkennst, in denen mehrere Teilfunktionen multiplikativ verbunden sind. Es geht vor allem darum, dass wir hier zwei oder mehrere Teilfunktionen haben, in denen die Variablen, nach der abgeleitet wird, unser x, also unser Argumentwert x, in beiden Teilfunktionen vorkommt und diese multiplikativ miteinander verbunden sind. Nach diesem Video solltest du auch einige Ziele bereits erreicht haben. Welche sind das? Wie das Video schon sagt, besprechen wir gemeinsam die Produktregel. Das heißt, du solltest die Ableitungsregel für Produkte gut können und sie auch an einigen Beispielen auch anwenden können. Und zusätzlich solltest du auch eine Mischung der Produkt-, der Summen- und der Differenzenregel gut können. Das heißt, du kannst bereits auch Funktionen ableiten, in denen Produkte, Summen und Differenzen vorkommen. Schauen wir uns dazu jetzt unsere Regel an, die Produktregel. Wie leite ich Produkte eigentlich ab? Zunächst einmal brauchen wir eine Definition von diesen Funktionen, die wir überhaupt untersuchen. Wir beschäftigen uns jetzt in erster Linie mit Funktionen, die folgende Gestalt haben. Und zwar p von x ist gleich a von x mal p von x. Und ganz wichtig ist hier, dass in diesen beiden Funktionen a und b x als Argument vorkommt. Wir haben jetzt nicht mehr einen konstanten Faktor, der mit einer Funktion multipliziert wird, wobei dann bei der Ableitung dieser konstante Faktor ganz normal erhalten bleibt. Nein, das haben wir jetzt nicht, sondern wir haben zwei Teilfunktionen a und b, in denen die Variable x beide Male vorkommt. Und dabei müssen wir jetzt aufpassen beim Ableiten, denn eine ganz große Gefahr birgt sich natürlich jetzt in folgender Regel, wo man aufpassen muss, denn die Ableitung von p von x gleich x² mal Sinus x ist jetzt nicht einfach, dass man die erste Teilfunktion ableitet, der wäre dann 2x, und die zweite Teilfunktion ableitet, das wäre dann der Cosinus von x. So funktioniert diese Rechenregel für Produkte bitte nicht. Das funktioniert nur für Summen und Differenzen. Wenn wir ein Plus oder ein Minus haben, dann können wir die beiden Teilfunktionen getrennt voneinander ableiten. Bei Produkten ist das bitte nicht der Fall. Hier dürfen wir nicht die erste Teilfunktion getrennt von der zweiten Teilfunktion ableiten. Bitte, hier musst du aufpassen. Denn die Produktregel für die Ableitung schaut jetzt folgendermaßen aus. Wir haben jetzt eine Funktion gegeben, p von x ist gleich a von x mal p von x, und diese Funktion leiten wir mit Hilfe der Produktregel jetzt ab. Die gilt speziell für Produkte. Und zwar lautet die folgendermaßen: Die Ableitung ist p' von x, a' von x mal p von x plus a von x mal p' von x. Das heißt, im ersten Teil leiten wir die erste Teilfunktion ab und multiplizieren sie mit der normalen zweiten Teilfunktion, und diesen ersten Ausdruck addieren wir gemeinsam mit dem zweiten Term, der jetzt ausschaut,
erste Funktion normal hingeschrieben, mal die Ableitung der zweiten Funktion. Also man kann sich das leicht merken in diesem Merksatz. Die Ableitung eines Produktes ist erste Teilfunktion abgeleitet mal zweite Funktion normal hingeschrieben plus erste Funktion normal hingeschrieben mal die Ableitung der zweiten Teilfunktion. Das ist die ganz wichtige Produktregel, die wir oft in der Mathematik auch brauchen und die du gut auch merken solltest. Ich habe dir auch ein Beispiel mitgebracht, das auch auf deinem Arbeitsblatt zu finden ist. Und zwar, wenn wir jetzt die Funktion p von x gleich x² mal Sinus x haben, wo wir vorher bei diesem Achtung falsch abgeleitet haben, jetzt brauchen wir die Produktregel. Und zwar schreiben wir dann x² als die erste Teilfunktion, x² als a von x und Sinus x als zweite Teilfunktion p von x. Und jetzt versuchen wir diese Funktion mit der Produktregel auch abzuleiten. Dann bekommen wir gemäß dieser Regel zwei Terme. Der erste Term wäre jetzt die Ableitung der ersten Funktion. Das wäre x² abgeleitet, das wäre 2 mal x, mal die zweite Teilfunktion normal hingeschrieben, das heißt mal Sinus x. Und jetzt müssen wir noch plus die erste Funktion normal hingeschrieben, mal die Ableitung der zweiten Teilfunktion. Die Ableitung der zweiten Teilfunktion wäre dann der Cosinus x. Das heißt, wir addieren das mit x² mal Cosinus x und erhalten damit wieder das Ergebnis dieser Produktregel. Und zwar erste Teilfunktion abgeleitet a' von x wäre 2 mal x mal die zweite Teilfunktion normal hingeschrieben mal Sinus x plus erste Teilfunktion normal hingeschrieben x² mal zweite Teilfunktion abgeleitet mal Cosinus x. Das wäre die Produktregel. Du kannst sie jetzt auch an einem Beispiel üben. Und zwar ist dieses Beispiel auch auf deinem Arbeitsblatt oben. Und zwar, die Produktregel ist hier anzuwenden. Ermittle die Ableitungsfunktion von dieser gegebenen Funktion p von x, wo hier mehrere Funktionen, in denen das x als Argument vorkommt, multiplikativ verbunden sind. Das heißt, Produkte treten hier auf. Versuche dieses Beispiel nun mit der Produktregel, du brauchst auch die Summenregel hierzu, auch abzuleiten. Du kannst dieses Video hierzu jetzt stoppen. Versuchen wir, diese Funktion gemeinsam nun abzuleiten und mit einem Ergebnis auch zu vergleichen. Wir haben hier eine Funktion p von x, in der zwei größere Funktionen auftreten, die mit Hilfe eines Plusses, also das heißt mit einer Summe verbunden sind. Das hier würde die erste Funktion sein und das wäre hier die zweite. Die sind mit einem Plus verbunden. Gemäß der Summenregel gilt, dass wir die erste getrennt von der zweiten auch ableiten dürfen. Und jetzt müssen wir die erste ableiten und die zweite. Die erste abgeleitet, hier brauchen wir die Produktregel, weil hier diese Funktion hier und diese Funktion hier Funktionen sind, in denen das x als Argument vorkommt. Dasselbe gilt auch hierfür. Hier kommt dieses x als Argument vor und hier kommt dieses x als Argument vor. Also brauchen wir in der ersten großen Teilfunktion und der zweiten großen Teilfunktion jeweils die Produktregel. Versuchen wir das gemeinsam nun abzuleiten. Wenn wir jetzt p' von x anschreiben, die Ableitung, dann verwenden wir hier die Produktregel. Dieser Fünfer, den können wir noch ganz normal anschreiben. Hier kommt dieses x nicht vor, eine multiplikative Konstante, die bleibt uns erhalten. Und jetzt leiten wir mit Hilfe der Produktregel x hoch 3 mal ln x ab. Das heißt, erste Teilfunktion abgeleitet wäre 3 mal x² mal zweite Teilfunktion ganz normal angeschrieben. Plus, hier braucht man noch eine Klammer, weil dieser 5er bezieht sich ja auf das Ganze hier, plus erste Teilfunktion ganz normal hingeschrieben, mal
diese Funktion abgeleitet, die zweite Teilfunktion abgeleitet, 1 durch x, und das wäre schon die Produktregel. Und beim zweiten machen wir das auf dieselbe Art und Weise, plus 2 mal den erste abgeleitet wäre minus Sinus von x, denn der Cosinus abgeleitet ist minus Sinus, mal zweite Teilfunktion ganz normal hingeschrieben, plus die erste Teilfunktion hingeschrieben, mal die zweite Teilfunktion abgeleitet, e hoch x ist abgeleitet, e hoch x wieder selbst. Also erhalten wir diese Funktion als Ergebnis der Produktregel. Und jetzt können wir dieses Ergebnis noch ein wenig vereinfachen, indem wir jetzt diese Klammern ausmultiplizieren und etwaige Faktoren miteinander kürzen. Dann erhalten wir 5 mal 3 ist 15, x² mal ln x. Hier können wir x hoch 3 und x kürzen, dann erhalten wir oben im Zähler nur x², also erhalten wir plus, den 5er dürfen wir jetzt nicht vergessen, der bezieht sich auf die ganze Klammer, 5x², und hier bekommen wir dieses Minus, ziehen wir gleich raus, minus 2 Sinus x mal e hoch x plus 2 mal Cosinus x mal e hoch x. Und das ist unser Ergebnis dieser Ableitungsfunktion. Wichtig ist hier wirklich diese Summenregel als erstes sich anzuschauen. Da können wir diese beiden Teilfunktionen getrennt voneinander betrachten. Und innerhalb diesen beiden Teilfunktionen kommt die Produktregel zur Anwendung, sodass wir einen längeren Ausdruck jetzt für das Ergebnis dieser Ableitungsfunktion bekommen. Die Produktregel ist aber ganz, ganz wichtig. Bitte merk sie dir und versuche sie auch an vielen Beispielen zu üben, denn du wirst sie auch des Öfteren brauchen. In unserem nächsten Video schauen wir uns jetzt an, wie wir Quotienten ableiten. Hier haben wir auch eine ganz wichtige Regel, und das ist die sogenannte Quotientenregel. Bis bald!